Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Wir spielen heute den neuen Tavern Brawl und der ist nämlich Idols of Azeroth. Ever draw your spell when you really needed a minion. Never again. Your deck will be 30 Raven Idols, so you'll be able to discover whatever you need. Das heißt also, wir haben ein Deck voll einfach nur mit 30 Raven Idols. Man kann sich dann entscheiden, ob man lieber einen Spell haben will oder einen Minion. Finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee. Und ja, das spielen wir jetzt einfach mal. Gucken, was wir spielen. Wir könnten den Mage spielen, aber den haben wir in letzter Zeit sehr, sehr oft gespielt, finde ich. Deswegen spielen wir jetzt heute einfach mal den Priester. So, Priester OP, wie es so schön immer heißt. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis wir einen Gegner gefunden haben, um unser Päckchen zu gewinnen. Es sucht sich zu Tode, aber anscheinend haben wir schon einen Gegner gefunden. Und irgendwie habe ich ein Haar im Mund. Da. Blödes Haar. So. Gegner gefunden und los geht's gegen den Mage. Dragon Eyes. Alles klar. Oh mein Gott. Ich hätte mal gesagt, mir gefällt meine Starthand nicht. Ich glaube, die packe ich einfach mal weg und hole mir komplett eine neue Hand voll mit Raven Idols. Ja, theoretisch hätte ich auch direkt starten können, aber es war halt einfach so, ja, ich finde, die sehen schon ein bisschen besser aus. Eigentlich sollte man hier versuchen, meiner Meinung nach, erstmal Minions rauszuholen, weil Minions sehr, sehr wichtig sind. Wir spielen jetzt hier gegen den Magier, ich weiß jetzt nicht, wie der spielen wird. Vielleicht geht er auch direkt auf, das fände ich sehr, sehr schön, dann haben wir erstmal das Booster safe verdient. Weil ich habe jetzt zum Beispiel schon vom guten Atta-Boom gehört. Oh, dass das Ganze nicht so cool laufen soll. Wir nehmen einfach mal den hier. Dass das Ganze hier nicht so cool laufen soll, wie man sich so denkt, weil es angeblich sehr, sehr seltsam ist manchmal, wie man sieht. Wenn der Gegner zum Beispiel, also zumindest ist jetzt seine Meinung, hier die aus jedem zweiten Raven Idol Legendary rauszieht und das Board voll hat halt mit Legendaries, hat man natürlich ein Problem, das ist wohl richtig. Er coint auch gleich sein. Nee, er coint noch einen Raven Idol, okay. Es ist wohl richtig, dass es dann sehr, sehr schwierig ist, aber das ist halt einfach der Skill am Ziehen. Greetings. So, wir holen uns doch mal ein Minion, gucken mal, was es ist. Oh, Justica, hallo, dich nehmen wir doch gleich mal mit, oder? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Als nächstes hätte ich mal gesagt, wir discovern mal ein Spell, einfach Safety Force und so. Sei natürlich cool, wenn der sich nicht selber Schaden hinzufügen würde, aber stattdessen nehmen wir halt das hier. So, Turn 2 eigentlich nichts gespielt, es ist nicht so gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr auf der Ding ziehen sollen. Er zieht aber trotzdem auch noch, das finde ich auch gut, weil dadurch lässt er uns auch noch ein bisschen mehr eine Chance. Zwei Raven Idols wieder. Nächsten Zug werde ich dann den Injured Blade Master holen. Man weiß halt immer nicht, was der Gegner gezogen hat, ob er jetzt hier zum Beispiel sich drei Spells geholt hat, zwei irgendwas. Vielleicht hat er jetzt einen Frostbolt auf der Hand, dann ist mein Injured Blade Master gleich mal wieder Waste und er kann sich noch einen Raven Idol casten. Na, er hat eine Flame Cannon, okay, das kommt ungefähr auf selbe raus. Holt sich noch einen Raven Idol dazu. Hat jetzt wieder Vorteil. Hat jetzt wieder Vorteil. Weil wir haben jetzt keinen Minion mehr, den wir auf Turn 4 spielen müssen. Können natürlich. Müssen also jetzt erstmal wieder Raven Idol rauscasten, den Minion discover und hoffen, dass wir einen für 3 haben. Oder einen Museum Creator. Den wir jetzt auch nehmen werden, ne? Der eigentlich echt cool ist. Da wir halt hier eine Death Rattle Karte rausholen können. Und wir nehmen natürlich den mechanischen Yeti hier an der Stelle, also den Mechanical Yeti. Weil die anderen uns eigentlich relativ wenig was bringen. Und wir gucken noch nach einem Spell. Das hier ist ganz schön gut jetzt. Es ist bisher ein Minion gestorben. Ich hoffe, er tötet jetzt nicht den Museum Creator noch, weil dadurch können wir uns den... Nice. Okay, perfekt. Richtig, richtig gut. Jetzt holen wir uns nämlich einfach mal durch das hier. Den hier wieder. Und können jetzt hier den crazy Shit machen. Was hat denn der eigentlich? Jetzt muss ich mal hier kurz discovern. Ja, das war ein Lucky Draw, mein Freund. Dankeschön. Ja, den können wir nicht wegmachen. Schade. Es regnet Geld, Geld regnet, juhu.
Wir holen uns einen Huge Todd. Den können wir dann ja auch gleich casten. Was bringt der? Der kriegt Spell Damage durch Inspiren. Don't touch that. Der ist einfach cool, der Museum Curator. Es war natürlich jetzt sehr, sehr lucky, dass wir den Spell hier gezogen haben, von wegen, dass wir den mehr oder weniger hier wieder aufs Board bringen können. Reanimaten und so. So. Er holt sich ein bisschen mehr Spellpower, haut dann wahrscheinlich hier einen Frostbolt drauf oder sowas. Obwohl zwei Mana, doch Frostbolt könnte er noch casten. Arcane Blast, what? So much damage. Müsste aber trotzdem noch reintraden. Ich weiß jetzt nicht, ob er das tun wird oder lieber Face geht. Er macht den Trade. Er bleibt auf der sicheren Seite. Das ist wahrscheinlich richtig gewesen so. Weil jetzt machen wir den hier weg. Ich will Justicar eigentlich noch gar nicht ausspielen, wenn ich ehrlich bin. Wir spielen jetzt zwei Raven Idols. Gucken wir noch, vielleicht kriegen wir hier... Oh, Prophet Valen! Kaching! Nehmen wir mit. Noch ein Spell Discover. Mind Control wäre ganz nett. Light of the Nehru ist natürlich ganz nett, aber ich glaube, wir nehmen... Wir nehmen das hier. Wenn wir das auf Prophet Valen drauf spielen, hat er ist ein 14, ein 7-14er und dann ist... Dann gibt's Ärger, mein Freund. Dann gibt's Ärger. Man sollte natürlich eigentlich versuchen, hier ein bisschen immer in Ding zu picken. Halt auf seine Mana-Kosten zu achten und danach ein bisschen zu picken, aber... Ja, ich mach das irgendwie auch nicht so wirklich immer. Es läuft einfach dafür gerade zu gut. Es läuft zu gut gerade. Wir haben ein bisschen Board, er hat halt viele Karten. Jetzt müssen wir gucken, wie oder was er castet. Es kann ja nicht sein, dass er hier die Hand voll mit Legendaries hat. Das fände ich ganz schön doof. Arcane Missiles, okay, er hofft natürlich hier den Huge Todd wegzumachen. Jetzt kann er noch pingen, dann ist er weg. Er ist ein bisschen doof gelaufen, aber es ist okay. Ich schieße ihm einen Schaden damit. Und er spielt noch einen Raven Idol. Gibt den Zug schon ab. Interessant. Wir holen uns noch mal Minion. Orcanized Soul Priest. Nice. Nice. Den holen wir uns jetzt raus. Machen so. Machen so. Machen so. Next Turn. Prophet Valen. Ah ne, müssen wir auf Turn 9 warten leider. Sonst hätte ich jetzt im nächsten Zug Prophet Valen rausgespielt. Dann hätten alle meine Heal-Dinger doppelt... Oh. Justicar plus Pro... Oh, schade. Jetzt macht er meinen Orkinal kaputt. Och, Mann. Das wäre so awesome gewesen. Justicar plus, plus, Orkinal Soul Priest plus Prophet Valen. Leute. Mindfuck des Todes. Das wären 8 Schaden einfach mal. Die macht, dass wir 4 healen. Der macht, dass wir doppelt healen oder Schaden machen. Das wäre einfach viel zu viel Schaden. Das wäre nicht mehr gerecht. Ja, wir spielen jetzt einfach mal Justicar raus. Können dann den hier healen für 4. Das ist okay. Haben damit wieder einen 4-5er auf dem Board legen. 4-5er und einen 6-3er. Jetzt mal gucken, was er da jetzt raus castet. Könnten theoretisch einen 4-10er draus machen, wenn wir wollten. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Der Orkenai wäre halt schon cool. Ein Secret. Hallo, Secret. Und ein Unstable Portal, das ist natürlich auch interessant. Unstable Portal ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig in solchen Situationen, weil man daraus halt wirklich alles ziehen kann. Das wieder Museum Curator bei uns jetzt war, ist hier das Ding. Wir probieren jetzt einfach mal, was das ist. Wenn es jetzt, okay, es passiert nichts, dann ist es höchstwahrscheinlich entweder ein Dispel, was ich jetzt natürlich nicht hoffe, obwohl, ne, es ist kein Dispel, sonst wäre das Raven Idol jetzt schon nicht durchgekommen. Das heißt also, er kriegt ein Minion von mir. Oh, ich würde so gern Mogor, die Ogor nehmen, aber ich weiß, dass es ein Ding ist, deswegen kriegt er jetzt den hier von mir. Und den mache ich nämlich jetzt gleich auch mit sich selber weg. Und wir holen uns noch einen Minion. Wir nehmen den hier, spielen den hier, sagen auch well played. Und du bist dran, mein Freund. Ich frage mich, was er so auf der Hand hat, weil er halt doch sehr, sehr wenig spielt, muss ich sagen. Vielleicht hat er sich wirklich die ganzen guten Legendaries für 10 Mana rausgepickt.
Man kann halt davon keine casten. Er muss jetzt auf jeden Fall reagieren und mindestens einen Minion platt machen. Oder aufgeben. Ja, damit haben wir mal eine sehr, sehr schöne Runde wieder gewonnen. Wir werden das Päckchen jetzt noch aufmachen. Es wird leider keine zweite Folge geben, weil ich gerade immer noch ein bisschen im Rückstand bin. Muss also ein bisschen hier ein bisschen Gas geben. Machen jetzt also hier das Päckchen auf und danach gucken wir mal, was wir noch aufnehmen werden, liebe Freunde. So, wir haben hier blau, blau und blau. Aber drei Rares. Kann man mal machen. Vielleicht ist da eine sogar in Gold, 7 High Main. Sehr, sehr gute Karte. Flair, ja, ganz angenehm. Gold, der Light. Oh, das sieht aber cool aus, der Lightweller. Sieht schon ganz schön cool aus. Ja gut, das war also dann mal wieder eine Folge Tavern Brawl. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone oder bei einem anderen Let's Play. Bis die Tage, denn Türelü.